Hallo Leute, in diesem Video geht es um eine Katze, die einfach nicht aufhörte zu weinen, bis der Besitzer der Sache auf den Grund ging. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Im Frühjahr 2018 adoptierte die Amerikanerin Alaina Hadley einen kleinen Kater namens Ares. Aber irgendwas stimmte von Anfang an nicht. Der Kater miaute Tag und Nacht, egal was Alaina tat. Alaina und ihr Partner Nathan lebten in der Kleinstadt Sturgeon Bay. Sie erwarteten gerade ein Baby zusammen, doch sie wollten die Familie schon vorher vergrößern. Neben ihrem Hund Cisco wollten sie einem weiteren Tier aus dem örtlichen Tierheim ihr Herz schenken. Sie wählten den kleinen Fellball Ares aus. Der kleine Kater sah genauso aus wie Alainas verstorbene Katze. Und das machte die neue Besitzerin mehr als nur glücklich. Doch leider gingen schon in der ersten Nacht die Probleme los. Ares jaulte ununterbrochen. Sie dachte zuerst, das Miauen zeugte von mangelnder Aufmerksamkeit durch sie und ihren Partner. Das wollte das liebevolle Paar sofort ändern. Und so schenkten sie ihrem neuen Familienzuwachs so viel Aufmerksamkeit, wie sie nur konnten. Doch nichts half. Er miaute weiter. Alaina war verzweifelt, denn sie wusste nicht, was sie noch machen konnte. Sie entschloss sich, nochmal das Tierheim aufzusuchen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ein Mitarbeiter des Tierrettungszentrums erzählte, dass Ares vor wenigen Monaten zusammen mit seiner Schwester Aphrodite aufgenommen wurde. Plötzlich fiel es Alaina wie Schuppen von den Augen. Es kann sich nur um wahre Geschwisterliebe handeln. Ares vermisste seine zweite Hälfte, seine Schwester Aphrodite. Darum miaute er stundenlang und ließ sich durch nichts beruhigen. Die beiden müssen wirklich eine sehr starke Bindung zueinander gehabt haben. Das Tierheim erklärte, dass seine Schwester bereits an eine Familie vermittelt wurde. Was sollte Alaina jetzt nur tun? Hätte sie von Anfang an gewusst, dass Ares eine Schwester hat, hätte sie gleich beide adoptiert. Nun kann sie der anderen Familie doch nicht einfach die Katze entreißen. Schließlich wurde sie ordnungsgemäß adoptiert. Es war eine aussichtslose Situation. Doch am nächsten Tag bekam sie einen überraschenden Anruf. Die andere Familie wurde vom Tierheim auf die Problematik aufmerksam gemacht, woraufhin diese die Adoption sofort rückgängig machte. Aphrodite befand sich wieder im Tierheim und wartete darauf, abgeholt zu werden. Alaina konnte nicht glauben, was für ein Glück sie hat, und fuhr sofort ins Tierheim. Zu Hause angekommen, waren keine Worte nötig, denn die Freude der beiden konnte man nicht in Worte fassen. Sie waren überglücklich und tobten den ganzen Tag vergnügt durchs Haus. Seitdem hat Ares nicht mehr miaut. Warum auch? Seine Rufe wurden erhört. Er war endlich wieder mit seiner geliebten Schwester vereint. Wie hättest du reagiert, wenn du wüsstest, dass deine adoptierte Katze noch ein Geschwisterchen hat? Hättest du beide adoptiert? Oder würdest du abwarten, bis sich die Situation gelegt hat? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.